Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sternenkind-Saga in Neusanersheim. Ich denke, wir schauen erstmal in unser Haus rein und unsere Geliebte ist dort und natürlich, wie hieß er noch gleich? Ich habe seinen Namen vergessen. Bruder Kamderor, genau. Die guten Seelen der Stadt kehren heim an die Stätte ihres edelsten Wirkens. Seid willkommen. Dann beginnen wir? Ich habe immer noch irgendwie Zugriff auf dieses komische Menü. Ich glaube, hier wurde wieder einfach mal vergessen, Switch zu setzen, aber ist kein Problem. Dieser Tag feiert man in Eichengrund wieder einmal deinen Namen, nachdem du diesen Ort vom Joch des umtriebigen Neidern befreit hast, werter Haki. Ein Sklavenhändler, mitten in Caradon und auch noch so nah an der Drachenhalle. Der Gedanke ist kaum auszuhalten und taucht mein Herz in Schwermut. Die ehrlichste und reinste Unterwerfung kann durch Hingabe kommen, aber Zwang lässt sich nur durch Gewalt und Furcht aufrechterhalten, und beides ist Aas ein Dorn im Auge. Und nun, wo sein Haus leer steht, beginne ich mich zu fragen, ob es nicht vielleicht den Freigelassenen geben sollte. Ja, das wäre doch mal eine gute Idee, ne? Können wir hier oben irgendwas machen? Ja, hier oben stehen... warum ist Gorat nicht hier? Ja, okay, gut. Das ist nur wieder derselbe Spruch, den wir damals schon gehört haben. Aus irgendeinem Grund hat auch Gorat dort oben gefehlt. Wir können, glaube ich, noch ein paar Bücher ins Regal stellen. Jung von Schnute, Götterkinder und Berühmtheiten. Ich habe jetzt irgendwie nicht so wirklich gesehen, wo jetzt welches stand. Also das hier ist auf jeden Fall... Ne, das ist Wüterich. Lesen? Nein, danke. Das hier, genau. Tief in Himatilonia wetteten einst ein Schmied und ein Krieger, dass es keine Waffe gäbe, welche besagter Krieger nicht in der Lage wäre, zu zerschellen zu lassen, die von dem Schmied gefertigt worden wäre. Über Jahre zog sich der Wettstreit hin, und jede Waffe, die der Schmied in seinem Glutofen gebar, wurde später von dem Krieger zerstört. Schließlich griff der Schmied zu einer List und ließ aus reinem Drachenschuppenstahl eine Lanze bauen, welche unzerstörbar war. Der Krieger mühte sich unter dem schallenden Gelächter des Schmiedes einen Tag lang ab, bis ihm der rettende Gedanke kam. Er nutzte die Lanze schlichtweg als Zeltstange und beharrte darauf, dass der Zweck der Lanze, das Töten, nun zerstört wäre. Schmunzelnd willigte der Schmied ein und gab zu, dass der Krieger seine Wette gewonnen hätte. Jedoch würde er dieser Lanze den Namen geben dürfen, denn der Kriegsherr liebte diese mächtige und unzerstörbare Lanze sehr. Jedoch würde er dieser Lanze den Namen geben dürfen? Achso, okay, gut. Ich verstehe zwar irgendwie nicht so richtig, aber ich bin gerade vielleicht auch ein bisschen doof, also von daher, egal. Und um den Kriegsmann an seine Schande zu erinnern, die Lanze als Zeltstange missbraucht zu haben, nannte der Schmied sie Jung von Schnute. Das war jetzt einfach nur wieder mal neues Wissen. Na gut, okay. Dann habe ich hier Götterkinder, glaube ich. Als sich Thorinia und Alcando in Herminia begegneten... nee, das haben wir doch schon mal gelesen mit den Götterkindern, oder? Ich bin mir eigentlich gerade recht sicher, dass ich das in einem früheren Paar... Was? Also ich hab's auf... Okay, gut, dann lese ich jetzt natürlich nochmal vor. Aber das war jetzt doof. Also, als sich Thorinia und Alcando in Herminia begegneten, entbrannten sie in Liebe zueinander und zeugten dort die 6 Götterkinder. 3 Töchter, Tura, Trivia und Tanis. Und 3 Söhne, Aas, Aion und Archon. Inzwischen hatten sich Pflanzen, Tiere und Menschen fruchtbar vermehrt und bevölkerten den schlafenden Leib Vinias. Doch lebten die Menschen nicht wesentlich besser als die Tiere. Als Alcando und Thorinia dies sahen, hatten sie Mitleid mit den Erben ihrer verstorbenen Lieblingskinder und erschienen ihnen zusammen mit ihren noch lebenden Kindern. Alcando lehrte sie, wie sie sich den Boden urbar machen sollten und welche Früchte sie anbauen sollten. Er zeigte ihnen, wie man aus den Hölzern, Steinen und Erzen der Erde nützliche Dinge schmieden und formen konnte, aber er zeigte ihnen auch den Gebrauch tödlicher Waffen, um zu jagen und sich selber zu verteidigen. Thorinia schenkte ihnen Gefühl und Verstand, was die Menschen von den Tieren unterscheidet. Sie machte die Menschen fruchtbarer und zeigte ihnen, welche Kräuter welche Leiden oder Krankheiten linderten. Aas lehrte sie schöne Künste und das Lachen. Aion ordnete ihre Lebenszeit und Archon führte sie ins Totenreich nach Herminia. Tura gab ihnen Moral, Ehre und Gesetze, über die sie nun wacht. Trivia förderte das Ansehen und das Glück einzelner Auserwählter, und Tanis rächte alle Freveltaten. Als die Götter sahen, dass die Menschen ihren Weg machen würden,
zogen sie sich aus der Welt zurück und beobachteten den Fortgang der Menschheit. Nur hin und wieder griffen sie zugunsten der einen oder anderen Partei ein, um das Gleichgewicht auf Erden zu erhalten, auf das Vinya ewig in ihrem Schlaf dahintreiben würde. Okay, gut. Dafür haben wir jetzt zwei freie Attributspunkte behalten. Die Gersisch haben wir doch auf jeden Fall schon. Bergenton haben wir auch schon. Berühmtheiten. Ich klicke es einfach mal kurz durch und dann werde ich ja gleich herausfinden, ob ich es schon habe oder nicht. Okay, drei freie Attributspunkte. Gut, dann haben wir es noch nicht. Dann lese ich es jetzt natürlich noch vor. Auch wenn sich im Grunde jeder Bewohner Caradons selbstsicher gerne mal selber auf die Schulter klopft, so hat sich doch gerade im Laufe der jüngeren Geschichte eine Gruppe von Menschen sehr hervorgetan, deren Namen und Geschichten in den Geschichten zahlreicher Caradonier immer wieder zu finden sind. So kennt so ziemlich jedes Kind Caradons berühmten Kriegsherr Bronkhor van Keyla, der in seiner Zeit als Soldat mehr karadonische Siege errungen hat, als je ein Mann vor ihm und der nun jungen Rekruten in der Drachenhalle freundlich und hilfsbereit den langen Weg zum Soldaten ebnet. Ebenfalls in der Drachenhalle zu Hause kennen wir den Schreiber des Hohen Rates, Bruder Kamderor. Einst ein Priester der Thurinia, der aus seiner Heimat Bergenturn vor den Wölfen geflohen ist und nun dem Rat hilfreich zur Seite steht. Nicht minder bekannt ist die Thurinia-Hochgeweihte, oh Gott, Skarkaveto? Ich hoffe mal, das ist korrekt so. Einst eine junge Geweihte unter dem Kommando Keylas hat sich die weise Frau zurückgezogen, um die Erleuchtung zu finden, wie Caradon von der Wolfsbrut zu befreien sei. Der haben wir, glaube ich, noch nichts zu tun gehabt. Rossin Eichenhammer, seines Zeichens der Gildenmeister der Schmiede, lebt wie seinen Zwergen in den Trennbergen und versorgt von dort aus Caradon mit Erzen und Gold. Im Grunde kein Caradonier, doch bis weit über die Landesgrenze hinaus bekannt ist Loak von Talos, der vor der Zerstörung seines Landes in Caradon für sich und seine elfischen Gefährten Schutz suchte und nach kurzer Zeit zur Legende avancierte, indem er mit unglaublichem Glück und Lausbubenscharm nicht nur zahlreiche Kämpfe, sondern auch viele Herzen der weiblichen Bevölkerung gewinnen konnte. Vanya von Talos hingegen ist der ruhigere und verlässlichere Pol der beiden und konnte als Heilerin das Herz eines Alkandor-Geweihten namens Belwyn Zardok gewinnen, der kurz nach der Bergenturn-Invasion spurlos verschwand. Okay, gut. Dann die drei Bücher gefunden und vorgelesen. Und auch hier, du stellst das Buch Kriegskunst 19, 22, 23. Fehlen leider immer noch ziemlich viele. Und nachdem ich ja schon... Ich habe leider so echt zum Beispiel das Gefühl, als hätte ich ganz am Anfang bei dem Quest, den ich ja dummerweise verpasst habe mit Keyla, ja, die Möglichkeit ausgelassen, ein Kriegskunstbuch zu bekommen. Wer weiß. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr ärgern, aber irgendwann wird es auf jeden Fall noch einen 100% oder einen, wie nennt es Steve, Perfect Run zu Sternenkindsaga geben. Mehr oder weniger perfekt, man kann ja immer nur ein Sternzeichen gleichzeitig spielen, ne? Onkel Ivan hat mich und meine Mutter hierher gebracht. Mein Vater wurde von einem Spenst getötet, doch hier gibt es nur viel Sonne und Mutter Nacht wieder mehr. Okay, Ivan hat also eine Nichte. Interessant. Kann nur zum Gruße, Soldaten. Haben euch eure Reisen in den Besitz einer Träne der Vinya geführt? Ja, wir waren erfolgreich. Kann diese Träne in unseren Brunnen hier gebettet werden? Aber ja, und ich werde fortan Steine für euch schleifen. Kommt bald wieder, dann werdet ihr sehen, dass der Brunnen und Opfer in Form eurer Edelsteine annimmt. Ah, cool, und zwei Attributspunkte. Schön. Muss ich noch rausfinden, wo der Brunnen ist. In das Haus kann ich nicht rein... Gibt's doch gar nicht, ich drücke Enter und nichts passiert. Kein Kommentar, nix, gibt's doch gar nicht. Die Reisen nach Himmeltelonia sind nicht mehr sicher. Deswegen suche ich hier nun Zuflucht und arbeite als Köchin. Ich vermisse meinen Mann sehr. Er ist noch immer in Telonia und denkt sicherlich, ich wäre tot. Ich kniete mich nieder und begann, Ars von meinen bisherigen Taten zu berichten. Karma-Bonus oder sowas? Der Baum hier sieht ziemlich cool aus. Kann ich da irgendwie reingehen? Vielleicht von der anderen Seite irgendwie? Ich finde es aber irgendwie komisch, dass wir jetzt hier irgendwie doch ein bisschen weniger interagieren können. Geht's jetzt zur Stadt raus? Ah, der Tempel, den ich damals in Auftrag gegeben habe, der sieht ziemlich cool aus. Lieblich traf mich der sachte Hauch von Rosen und Flieder, als ich die Geweihte des Ars mit fast zärtlichem Lächeln mir zuwandte und ihren Blick genießerisch über meinen Leib wandern ließ. Die Leidenschaft des Ars mit dir, junger Dorfvorsteher.
Die Hallen sind errichtet und im Gebälk des Daches fangen sich am Tag Gedichte, des Abends Gesang und in der Nacht das Seufzen der sich Liebenden. Kann es ein schöneres Heim geben für eine Frau wie mich? Oh, und bevor ich euch in der Nacht mit wahrer Leidenschaft belohne, will ich euch des Tages dies geben. Einen schwarzen Bildschirm? Sandersheim, Sonnen... Ich kann hier nur drei Sachen... Die Priesterin segnet die Wachsoldaten des Dorfes Sandersheim. Wer weiß, was dieser Geste eines Tages für eine Bedeutung innewohnt. Diesen Bonus wählen, warum nicht, ne? Ob ich hier nochmal irgendwas wählen kann? Oder, Moment, da will ich mich jetzt nochmal kurz durchklicken. Switch! Ich brauche einen Switch! Oh, jetzt hat sie... Jetzt hat sie natürlich neuen Dialog. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hasse es, wenn das passiert. Ach Mann, ey, wenn's... Die Rose Amira ist mir nicht unverborgen geblieben, Haki. Wenn ich dir nun sage, dass sie schon oft mein Gast war und mit mir gesungen hat. Und noch mehr als unser Gesang hat diese Hallen erfüllt. Auch sachte Töne der Lust aus ihrem Mund. Alcano, verdammt, das nennt ihr ein Wispern? Wenn ich noch mehr davon hören muss, dann übergebe ich mich. Amira wartet seit dem heutigen Morgen im Schrein auf dich. Sie wartet auf uns beide, gesalbt und voll der Vorfreude. Doch sie lässt dich wissen, dass sie es akzeptiert, wenn du sie fortan für dich alleine wünschst. Haki, es ist deine Entscheidung. Svenja warf mir einen flehenden Blick zu, maskiert hinter kalten Augen. Aha. Amira die Freiheit gewähren, Amira einfordern. Nee, wir sind ein Verführer. Außerdem, also wie gesagt, ich meine, Amira war natürlich ein paar Mal für mich da, ne? Aber ich weiß nicht. Also ich denke mal, so wie Haki sich bisher Frauen im Spiel gegenüber verhalten hat, denke ich, dass er sowieso nicht einfach an einer hängt, ne? Also ich meine, er kann mit Amira jederzeit seinen Spaß haben und ich denke mal, ihr wird es auch gefallen. Sie ist ja auch eine Priesterin des Ars. Und ja, von daher Amira die Freiheit gewähren. Gorath und Arsan wirkten beide ein wenig überrascht. Svenja schüttelte wütend den Kopf. Dann stampfte sie davon. Gorath und Arsan folgten ihr schweigend. Lass dein Herz nicht schwer werden. Sie können die Welt nicht aus den Augen des Aas sehen, so wie wir es vermögen. Ihre Herzen sind treu und fest. Die unseren sind sich im Wind wiegende Blumen. Lass uns nach drinnen gehen und unsere geliebte Amira aufsuchen. Kann ich ja nicht wissen, dass jetzt plötzlich auf einmal ein anderer Text kommt. Das, Ach, egal. Ich ärgere mich gerade schon wieder, dass ich was geskippt habe. Die Gesalbte des Aas bat mich in den Schrein und bettete mich dort auf weichen Kissen. Amira lächelte voll Vorfreude und Erwartung, als sie mich sah, und während sie die heiteren Verse der Kirche des Aas sangen, befreiten sie mich von meiner Kleidung und bedeckten die freie Haut mit Küssen. Ihre weichen Lippen waren warm und zauberten Gänsehaut auf meinen Leib. Sie ließen sich Zeit, sie feierten und zelebrierten die körperliche Vereinigung. Es war kein Gottesdienst, es war mehr eine kultische Handlung, wie sie einander umschwärmten, sich Küsse stahlen und berührten, mich immer wieder mit einbezogen in die Bande, welche die beiden Frauen miteinander verband. Sie beide, erfahren in den Künsten des Liebesspiels, steigerten sich in einen Taumel der Lust, der mich zur Nebensache werden ließ. Ich gewährte ihnen den Augenblick gerne und ergötzte mich an der Schönheit des Moments, bis meine Eitelkeit und mein eigenes Begehren mich anstachelte, mich in ihrer Mitte zu begeben, wo ich nur zu gerne aufgenommen wurde. Sanfte Zärtlichkeit und vorderes Bestimmen wechselten sich ab wie Wellen, die an einen Strand schlugen, und die Lust wogte auch in mir hoch. Als die Gesalbte schließlich auf mir thronte und selbstvergessen wie im Rausch der Hingabe ihrem Götterkind opferte, sah ich an Amiras Blick, wie viel ihr dieses Liebesspiel bedeutete. Es war bereits früher Morgen, als meine Geliebte und ich erwachten, uns ankleideten und die Gesalbte verließen. Sie schlief friedlich, tief und fest. Kleinen Augenblick bitte. So, da bin ich wieder, wenn das Real Life einen einholt, ne? Ja gut, ich war jetzt gar nicht in dem Tempel drin. Ich habe jetzt einfach nur einen schwarzen Bildschirm gesehen. Ich will da rein. So, lieb dich zu, genau, das ist wieder derselbe Text wie vorhin. Die Leidenschaft des Aas mit dir, junge Dorfvorsteher. Die Hallen sind errichtet und im Gebälk des... Derselbe Quatsch wie vorhin, ich verstehe es nicht. Ich hoffe doch sehr, dieses Heim wird deiner Schönheit gerecht. Das tut es, schöner Haki. Nun, als dieses Dorf nicht mehr war als ein Traum,
Da habe ich dir versprochen, diesen Schrein einzuweihen mit der Vereinigung unserer beider Körper und Lust. Das höchste Opfer, das man Ars darbringen kann. Wirst du zu deinem Wort stehen? Ich warf einen vorsichtigen Blick in Richtung des Hauses, wo ich Amira vermutete. Die Geweihte lächelte fast frech und wisperte mir leise ins Ohr. Ja, okay, gut, das ist jetzt wieder dieselbe Sequenz wie vorhin. Dann verstehe ich es jetzt natürlich trotzdem nicht. Amira, die Freiheit gewähren. Amira, hey, ich habe die Entscheidung doch schon getroffen. Warum kann ich mir diese Sequenz jetzt nochmal angucken? Also, das finde ich jetzt gerade wirklich irgendwie ein bisschen schlampig überarbeitet. Ich verstehe das nicht so wirklich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass diese Sequenz vielleicht irgendwie Einfluss auf die Geschichte haben wird, aber ich glaube, da habe ich mich jetzt ein bisschen geirrt. Jetzt klicke ich mich hier gerade einfach nur durch den schwarzen Bildschirm durch. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch finde, weil ich meine, normalerweise war das Spiel ja sehr freundlich darin, uns zum Beispiel Bilder zu zeigen, irgendwelche gezeichneten Comicbilder oder so. Aber hier einfach nur schwarzer Bildschirm, das ist komisch. Yoki, du hier? Ach ja, genau, der ist es. Kriegsherr Asan schickt mich, seine Eltern zu bewachen. Die Mutter des Gefährten Gorath schimpft mit mir und schickt mich hierher, Asan zu bewachen. Nun tue ich beides, zum Wohl der gesamten Familie. Familie? So sieht es die gute Mutter des Gorath wohl. Sie hat Asan in ihr großes Herz geschlossen. Und so darf der gute Kriegsherr Asan nie erfahren, dass ich hier bin. Ich bleibe unsichtbar, wie stets. Und Bartos bin ich nur hier. Meine Verkleidung ist schon fast ein Teil von mir. Interessant. Aha. Das ist wahrscheinlich das Orkbeifeld. Ich denke mal, das hier ist auch einer der Spieler. Den Zweck gehört zum Gruße, Freund Haki. Ich lasse das Stadion auf mich wirken. Fast, als könne ich den Schweiß hier trinken und sein Blut riechen. Okay, wenn wir hier dann wahrscheinlich Kräuter mitnehmen könnten, dann könnten wir Kräuter finden. Aufzeichnungen der Wichtigkeit des Orkballspiels während Kriegszeiten. Ob Gora das vielleicht absichtlich hier drapiert hat? Es ist die Kunst des Krieges. Schön. Darauf muss man erstmal kommen. Aber ich finde es gut, dass ich jetzt nochmal endlich die Gelegenheit habe, mich hier in Sanersheim umzusehen. So, wo geht es denn hier lang? Dort gibt es nichts Wichtiges mehr. Okay, also geht es einfach nirgends hin. Na gut, dann kann ich einfach hier oben weiter lang gehen. Kann ich hier hochklettern? Gibt es hier oben irgendwas? Nee, schade. Ich bin auf jeden Fall... jetzt bin ich in dem Kasernenviertel, genau. Ich war einst Leibwächter und Gardist bei einem alten, müden Ratsmitglied in Caradon. Eines Tages veränderte sich mein Ratsherr auf gruselige Art und Weise. Ehe ich mich versah, stand ein grauhaariger, dümmlich wirkender Krieger vor mir und nahm mich mit hierher. Und nun bewahre ich den Eingang zu einem Orkball-Spielfeld. Geil. Haft der Eisige. Alcandor zum Gruße, junge Rekruten. Zum Ruhme dieses Dorfes werden wir gleich einen Waffengang veranstalten. Wollt ihr uns beiwohnen? Es wäre uns eine Ehre. Schnell waren Ausrüstung und Übungswaffen bei der Hand. Dieses Manöver war erfrischend. 3 Fertigkeitspunkte erhalten. Weitere Fertigkeitspunkte durch die hohe Verteidigungsfähigkeit der Stadt erhalten. Okay. Ich nehme es einfach mal so hin. Diese Waren, edler Mensch, werden dich kaum reizen. Schade. Sanersheim bietet eine Zuflucht für jene, die treu zu Caradon stehen. Für manche hört das Land nicht an der Grenze auf. Ich war in der Miliz von Porta Valliera. Ich habe Belbu in Sardok ankommen sehen, als er unserem Land gegen die Vampirplage beistand. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Doch auch habe ich ihn nie wieder vergessen. Ja, Belwin, können wir hinten eigentlich weitergehen? Genau, hier. Okay, mir geht es dann wieder in den Wald, beziehungsweise nach Eichengrund. Gut zu wissen. Ich hoffe nur, dass ich hier dann damals nichts verpasst habe. Die Sonne auf deinem Weg. Endlich bin ich in den Ort angelangt, den ich Heimat nennen kann. Interessant, wenn er das hier Heimat nennt. Ist das hier wieder ein Gebäude, in das wir nicht reingehen können? Ja. Der Mann in der ungewöhnlich düsteren Kleidung blickte sich fast wachsam um. Tarnis, oh Tarnis. Oh, der Bürgermeister also. Alle Schurken sind eingesperrt und bereit, ihre Strafe abzusitzen. Außerdem ist hier das Gold derjenigen, die sich freigekauft haben. 20 Goldstücke.
Als ihr das Diebesgut dessen Besitzer wir nicht mehr finden konnten, es soll ebenfalls euch gehören. Opal, unreiner Mondstein. Das wär's für jetzt, werte Kameraden. Ob das ein laufendes Event ist? Was hilft es denn zu jammern? Es muss ja doch gemacht werden. Der Waschtag kostet mich noch meinen Rücken, so viele Personen und so viel Wäsche. Ja, ist echt doof, wenn man hier abwaschen muss, während wir hier durch die Gegend laufen und alles erkunden und, naja, looten würde ich hier nur was sagen. Man kann auch mit nach Sanersheim reisen natürlich. Und da bin ich natürlich nicht in Sanersheim, sondern hier direkt davor, aber das ist ja egal. Tori McArgyle. Hier lässt es sich gut leben, alles sauber. Doch mir Schweine fehlen. Schweinejagd durchs Dorf ist schön, danach Schweine noch schöner. Und auch in sein Haus können wir nicht reingehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass wir die ganzen Häuser haben. Aber wir können irgendwie nicht rein. Zu den beiden Typen muss ich dann wohin schwimmen, wenn ich mit denen reden will. Falls sie überhaupt irgendwie Text haben. Hey, das sieht aus wie Korat. So ein verdammter Mist. Beißen die Fische nicht? Doch, aber ich schmeiß die mal wieder zurück. Ich hab meinen linken Stiefel geangelt und will endlich den anderen finden. Wie geil ist denn das? Ja, diese, das ist ja immer in Cartoons ganz typisch, wenn dann jemand eine Angel auswirft und dann plötzlich einen Stiefel dran hat. Wenn diese Bäume markiert sind, wer davor stehe, können sie gefällt werden und zu Baumaterial werden. Ja, das hoffe ich doch eines Tages. Die Krieger waren ganz in ihre Übungen vertieft, wie ich es mir gedacht habe. Diese Statue hat diesen Moosbewuchs nicht verdient. Dann mach ihn ab. Hier ist unser Travonier. Sire Albin von Travonien. Grüße, werte Caradonier. Ihr habt uns erlaubt, eine Botschaft zu errichten. Dies ist ein Akt großer Ehre und Stärke. Darum haben wir uns entschlossen, verlautbaren zu lassen, dass wir an der Seite Caradons stehen werden, wenn die Not des Landes am größten ist. Okay. Ist ihr das jetzt nicht gerade? Was ist das hier für ein Dude? Ich kann nur zum Gruße, werter Vorsteher. Ich plane die neuen Anlagen für die Rekruten. Ah, die sind noch nicht gebaut. Der Typ sieht ziemlich besoffen aus. Der Berg dreht sich für Brauerei. Ah, die werdet ihr noch kriegen. Kriegsherr Kane von Lean, naja, genau. Auf, Kameraden. Die Soldaten Sanersheims bewachen Grenze und Haus und üben täglich an den Waffen. Wollt ihr vier uns vielleicht die Ehre erweisen, mit uns zu üben? Die Ehre wäre ganz auf unserer Seite, Ausbilder. Schon um den Keiler zu ehren. Schnell war Ausrüstung und Übungswaffen bei der Hand. Habt ihr gesehen, Rekruten von Sanersheim? Euer Vorsteher, Haki zu kämpfen weiß. 3 Fertigkeitspunkte erhalten. Wahrscheinlich bekommen wir irgendwie noch mehr Fertigkeitspunkte. Boah, ich werde jetzt gerade mit Fertigkeitspunkten zu bombardiert. Da weiß ich schon gar nicht mehr. Es ist immer noch derselbe Turm wie damals. Skulcha, hier gibt es viele Soldaten. Ah, das, na klar, das ist ja ein Kerf, das ist ja die Kerfreckerin, genau. Skulcha, hier gibt es viele. Wie habe ich die denn gesprochen? Egal, ich rede es jetzt einfach nochmal. Wann auch immer er kommt, Kerfrecker sind geboren für Kampf. Die 2 Götter zum Gruße, Vorsteher des Dorfes. Mehr hat er uns nicht zu sagen, schade. Dann versuche ich mal noch hier mit dieser Frau zu interagieren. Ob es sich hier angeln lässt? Wir können auf jeden Fall schwimmen. Und Gorat sitzt hier da oben und angelt. Aber na gut, dann gucken wir uns einen weiteren Stadtteil an. Würde ich jetzt schon fast sagen. Aber der Part dauert jetzt schon wieder ganz schön lange. Ich bin echt beeindruckt dabei, ob schon so viel passiert. Na gut, okay. Ich denke mal, ich werde mit Sanersheim dann im nächsten Part von Sternkind Saga fertig. Bis dahin.